Herzlich willkommen zum mittlerweile sechsten Part meines Let's Plays. Und wo sind wir stehen geblieben? Wir sind bei den Türen, wir sind bei der Auswahl, wir sind kurz vor einer erneuten Zwischensequenz. Was wird uns jetzt erwarten? Was wir nehmen, ist eigentlich klar, weil da wir die 3 und 2 schon hatten, würde ich sagen, nehmen wir die 1. Ich hätte gerne mal ein neues Auto. Aber das hätte, glaube ich, jeder gerne hinter so einer Tür. Schauen wir einfach mal rein. Yes! Yes! Ein neues Auto! Da frage ich mich jetzt aber, hätte man vielleicht nach diesem Rennen hinter jeder Tür ein Auto gekriegt? Und ich habe vielleicht ein schlechtes bekommen. Ist mir kackegal, ich habe ein Auto gekriegt. Geil. Ja. Danke, Melinda. Während VWBTs furchtloser Entsorger bei seinen Preisen ins Schwärmen kommt, will ich Sie bereits vorbereiten, noch mehr mitleidloser Wahnsinn bei uns auf Mega Race 2. Der Tod ist nicht reell, der Tod ist virtuell. Alles klar, danke, Lance. Jetzt gehe ich noch mal kurz schauen, wie oder welchen Wagen hatte ich vorher? Ich hatte den Vipper 125. Wie viel hat mein jetziger? Ach, der steht hier nicht mehr in der Liste. Verdammt, aber ich glaube, der war eher langsamer. Kann das sein? Oh nein. Egal. Das rocken wir schon. Jetzt kommen ja die üblichen Einkäufe, Missiles. Huch. Und ein paar Minen. Ich persönlich halte nicht so viel vom Öl, obwohl ein das doch ganz schön aus der Bahn werfen kann. Ich glaube, hier müssen wir besser bedienen. Und wir sind runter bis auf einen Dollar, wenn das nicht perfekt ist. Würde ich sagen, zweites Rennen. Auf dieser Strecke, los geht's. Mein Gott, die steuern sich ja sogar ganz anders. Der steuert sich extrem schwerfällig. Aber vielleicht komme ich damit ja ganz gut klar. Schauen wir mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Autos sogar Gewicht haben. Was einfach nur heißt, dass ich mit dem einen oder anderen Auto den Gegner besser wegdrängen könnte. Oh, wunderbar. Da ist einer in die Abkürzung gefahren, hat den Weg für mich freigemacht. Da ist sie wieder, die relativ, ich weiß nicht, ob es eine gute KI ist, aber sie ist auf jeden Fall da. Da hat jemand versucht, die Abkürzung zu nehmen. Das finde ich super. So. Wenn wir das jetzt hier mit Bravour schaffen, dann sind wir schon in der Endrunde. Und wenn wir die schaffen, sind wir doch tatsächlich bei der vierten Strecke. Also es hört sich zu gut an, als dass wir das einfach mal so hinkriegen. Ey, hier geht ganz schön Action ab und ich bin froh, dass ich das nicht kriege, weil mein Schutzschild ist schon fast weg. Und ich möchte jetzt ungern Game Over gehen, sagen wir es mal so. Bäm, weg ist er. Diese roten Raketen, die ziehen wirklich sehr viel ab. Da möchte ich keine Erfahrung bekommen. Ah, habt ihr das gesehen? Genial, wie er wirklich versucht hat, im letzten Moment der Mine auszuweichen. Also für 1996 überrascht mich die KI. Ich meine, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Fuck! Nein, 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 nein! Oh nein, 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 nein. Komm. Komm! Okay. Ja, das war's. Komm.
Da haben wir jetzt mal den Mörderunfall gebaut, der nicht mehr aufholbar ist. Ich glaube, wir müssen mindestens Vierter werden, um weiterzukommen. Ja, ja, klar. Endrunde sind ja 4 Leute. Komm, das kriegen wir hin. Boah, da hätten wir fast noch einen Unfall gedreht. Oh, 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 oh. Warum habe ich jetzt was davon abbekommen? Wollen mich verarschen oder was? Der fährt sich da erstmal schön in die Abkürzung. Oh, was soll denn das? Alter Schwede. Hätte jetzt nicht sterben können. Der 5. direkt hinter mir. Oh Mann. Wow, 3. Wow, das war knapp. Das war richtig knapp. Boah, da ging das Adrenalin nochmal hoch. Adrenalin. Keine andere Wahl. Oh. Ah, ich bin sogar immer noch Erster, dadurch, dass ich im ersten Rennen Erster wurde. 10.000, 9.003 ergibt 19.003. Das hört sich sehr gut an. Qualifiziert für die Endrunde. Es kribbelt, es kribbelt. Oh, los geht's. Ich würde sagen, die Energie belasse ich jetzt sogar mal normal. Ach so. Ja, komm, hier. Nee, geht schon, geht schon. Aber da konntet ihr sehen, dass es... Hä? War ich doch nicht Erster? Habe ich mich gerade verguckt? Wahrscheinlich. Da konntet ihr sehen, dass das Gelb doch ziemlich knapp wird. Ich würde sagen, ich rede jetzt auch echt gar nicht viel, weil ich will das schaffen. Also, wundert euch nicht, wenn ich jetzt etwas ruhiger bin. Sehr schön, dass die Endrunde sich echt nochmal unterscheidet von den Hauptrennen. Keine Minen, keine Kisten oder sonst was. Keine Waffen, nur Rennen. Das ist auch mal nett. Was aber auch heißt, verkackst du hier, hast du nicht mehr viel Chancen, zurück aufzuholen. Sprich, in diesen Kurven oder was auch immer, wenn du dich da drehst, ist vorbei. Thank you.
Ja! Oh, geil! Gewonnen! Vierte Strecke! Welcome! Ja, und jetzt sind wir auf der Mondbasis 9. Oh Mann, es funktioniert, es läuft gerade so perfekt, dass besser kann man es sich nicht mal wünschen. Wow. Ich würde sogar sagen, dieses Let's Play bringt mir extrem viel Glück und ich freue mich echt darauf, hier weiterzukommen, weil ich möchte das Ding durchspielen. Ich hab's damals nicht hinbekommen. Ich meine, man sagt ja immer so, wenn man so die frühere Zeit, da hat man mehr, da konnte man sich intensiver mit Spielen beschäftigen. Ein Mega Man hat man gezockt ohne Ende, bis man's durch hatte. Das stimmt ja auch alles soweit. Aber Mega Race 2 hab ich einfach nicht weiter als bis zur zweiten Strecke gekonnt. Ich kam da nicht weiter als kleiner Junge. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir schon bei Strecke 4 von 5. Oh, ich bin heiß auf das Rennen. Und ich würde sagen, das sollte reichen. Speichere jetzt einmal ab und entlasse euch heute ein bisschen früher. Das hier, ne? Ja. Mondbasis 9. Und entlasse euch heute ein bisschen früher in diesem Let's Play. Weil, wie ihr wisst, kann man nur am Ende eines Dings speichern, einer großen Etappe. Und ihr könnt euch schon mal drauf freuen, wenn der nächste Part kommt, ihr die neue Sequenz seht. Und Mondbasis, welche ich nicht kenne, von dem ich noch nie ein Bild gesehen habe, welches ich auch noch nie auf YouTube gesehen habe, also... Wenn ihr Fan dieses Let's Plays seid, lasst es mich wissen. Schreibt mir Kommentare, schreibt mir Feedback. Ich würde mich sehr, sehr freuen, mehr Feedback zu erhalten. Ich weiß, Mega Race 2 ist nicht das Spiel, was jetzt die größten Fans auf sich zieht, was die größten Massen zieht. Aber das ist ja auch nicht das, was ich will. Ich möchte einfach, besonders jetzt am Anfang, dieses Spiel zeigen, was es auf YouTube eben fast nicht, nirgends, was es auf YouTube nicht zu sehen gibt, was es fast nirgendwo zu sehen gibt, was kaum einer kennt. Was aber einfach so ein Qualitätsgut an trashigen Videos und Segmenten hat. Und ich weiß, ich bekomme dadurch nicht die großen Massen gezogen, aber ich hoffe, ihr bleibt dran. Die hier zuschauen, ich hoffe, ihr werdet Fan. Ich werde danach noch viele weitere Let's Plays machen. Ich habe schon viele Ideen, auch an neueren PC-Spielen, auch an anderen Spielen. Und wenn ihr irgendwie was meint, was ich verbessern könnte, was noch nicht so ganz gut ist, wenn ihr sagt, ey, man merkt das Lampenfieber noch, aber volle Kanne, schreibt es mir, negativer, positives Feedback, alles. Danke fürs bis hierhin Zuschauen, was ja jetzt doch schon einige Parts gewesen sind und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Mondbasis 9, Mega Race 2, Land Spoil, yeah.